deine Idee, was zu Wetzlar machen, war für mich insofern reizvoll, weil ich mich mit Wetzlar noch nie befasst habe, hier noch nie war und mich Geschichte immer interessiert und vor allen Dingen in kleinen, ja auch immer das Große zu sehen ist. Und das ist ja in meiner Stadt, wo ich herkomme, ähnlich. Ja. Dass es eine Stadt ist, die viele nicht kennen und die aber trotzdem eine ganz spannende Geschichte hat. Und insofern war das spannend, sich mit Wetzlar zu befassen. Und so ist mir die Stadt dann einfach näher gekommen. Gut. Also du bist auch den Leuten näher gekommen, das hat man gemerkt. Heute Abend bei der Vernissage, das war ja brechend voll. Ja, da habe ich auch gestaunt. Ja, bist du nicht gewohnt? Also bist du, hast ja schon einen gewissen Ruf. Aber das ist ja immer ganz unterschiedlich. Also zum Beispiel in Berlin gibt es ja dann, was ist ja an jedem Abend immer 30 Ausstellungseröffnungen und dann sind die dann da auch etwas satter. Ja, klar. Und da ist das dann nicht so voll. Und hier ist das doch schon dann, war toll. Ja, klar. In der kleineren Stadt ist sowas natürlich ein Ereignis, gerade ein Künstler deiner Kragenweite hier zu haben. Und das hat man auch gemerkt. Ja, und es ist ja auch schön, wenn es an drei Orten ist. Das ist ja dann auch fast ein kleines Götzefestival. Richtig, sozusagen. Eine Hommage an den Künstler. Na? Genau. Und da man als Künstler ja eitel ist, schmeichelt einen das, wenn man den Bauch mal gepinselt kriegt. Okay. Ja? Ja, das ist ja hier auch wieder so ein Wetzlar-Bild. Und es war ja schön, wo ich heute das erste Mal nun in Wetzlar dann tatsächlich war, dass ich dann auch gleich mich so halbwegs orientieren konnte, weil die Gebäude hatte ich dann alle abgespeichert. Da das doch ein bisschen anders ist, wie wenn man die auf dem Foto sieht, vergisst man das ja sofort. Ja. Und da ich die aber gemalt habe, wusste ich, die alte Wache, das Leica-Haus und so. Ja. Na? Ja. Also wir haben die Hängung auch so gemacht, dass die ein bisschen aufgelockert ist, dass es nicht so einen reinen Wetzlar-Block gibt, sondern dass das wirklich auch, auch einfach eine Dynamik drin ist. Mhm. Da haben wir jetzt nochmal die Lotte. Aber hier zum Beispiel ist jetzt auch ein Bild, das hat verrückterweise mein Sohn gesagt, was ihm aufgefallen ist, dass sehr viele rote, schmale Streifen drin sind. Entweder Bänder, wie bei dieser Handtasche oder hier bei diesen Kanonaden, diese Übersprungs... Naja, das bei den Kanonaden, das ist an sich ein sehr schönes Bild, weil wo ich Kind war, habe ich immer Schlachten gemalt. Dann habe ich dann immer überall Kanonen gemalt und habe ich sozusagen dann den einen mit einem roten Strich und dann den anderen mit einem blauen Strich immer so hin und her schießen lassen. Ja. Und das habe ich jetzt nochmal aufgenommen, weil ich hatte ja im Saarlandmuseum so eine riesengroße Ausstellung und da gab es dann doch ein bisschen Diskrepanzen mit dem Museum. Ja. Und da habe ich mich dann gerecht, indem ich dann ein Bild gemalt habe. Das heißt jetzt, die offizielle Variante, die nicht verleumderisch ist, heißt dann Taktik. An sich heißt die Beschießung des Museums. Okay. Aber es steht nicht drauf. Okay. Und das Museum schießt aber zurück oder es geht alles in eine Richtung? Weil hier sieht man ja diese Trümmer. Ja, das Museum schießt zurück. Okay, das ist gut. Ganz toll fand ich auch die Torten. Hast du erzählt, das war eine Ausstellung in Linz? Naja, da war ja letztes Jahr, war ja Linz Kulturhauptstadt Europas. Ja. Da sollte ich was zu Linz machen. Plus Linz ist wirklich nicht so eine aufregende Stadt. Okay. Und da habe ich gedacht, das Berühmteste, was neben Adolf Hitler ist, eben die Linzer Torte. Und da habe ich dann gedacht, mache ich was mit der Linzer Torte. Also Moritz, zu dem Bild hätte ich noch mal eine Frage. Das ist ein neunteiliges Bild, das du jetzt gemacht hast zum Thema Wetzlar. Wir sind die Motive klar, Wetzlarer Zeitung, Lotte Lahn, Hauptwache Goethe, dann diese optischen Teile als Wetzlar als Optikstadt und der Esel Hermann. Hm. Das Bild fällt ein bisschen raus. Was ist denn der Computer für dich? Was hat er mit Wetzlar zu tun? Oder steht er nicht für jede Stadt? Naja, mittlerweile steht er ja fast für jede Stadt, ja. Aber das ist jetzt so ein bisschen einschmeicheln, das ist eben so das Stadt der Zukunftsvision, ja. Abgesehen davon male ich einfach sehr gerne Laptops. Ah, okay, alles klar. Ja gut, der Laptop kommt auch ganz oft vor bei deinen Stilllebenbildern, das ist mir aufgefallen. Gell? Da ist er einfach sehr oft. Der kommt ja sehr oft, ne? Ja. Naja, weil das ist ja, sagen wir mal, mit Stillleben verbindet man ja immer so klassische Bilder, eben entweder dieses Stillleben so aus den 20er Jahren von Braque oder Picasso, beziehungsweise dann eben so diese niederländischen Blumenstillleben. Genau. Aber ich finde es ja durchaus reizvoll, eben das Stillleben auch in der heutigen Zeit. Und in unserer heutigen Zeit spielt ja nun der Computer die wesentliche Rolle. Richtig. Und insofern finde ich das schon ganz reizvoll, den mit in das Stillleben reinzupacken, als so ein Fenster auch zur Welt, und da ist das ja insofern dann gar kein richtiges Stillleben mehr, ne? Ja, ist richtig. Ja, klar. Sehr gut.